So, willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Black Mesa. In der letzten Aufnahme sind wir ja hier angekommen und sind auch schon mal da runtergesprungen, aber nichts runterspringen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir echt hier lang kommen. Und da schauen wir mal. Jetzt schauen wir dann nochmal. Ja, wackel, wackel. Nein. Der hat zwar zu wenig gelaufen. Und festhalten tut er sich auch nicht. So, jetzt machen wir das ganz normal. Gehört dazu, ne? Gehört dazu. Ist hier kein 100% Run oder so. Da will ich rüber eigentlich, weil letztes Mal sind wir ja hier runtergesprungen. Oder geht's da lang? Da. Vielleicht? Und nicht da lang? Probieren wir das doch erstmal. Wow. Oh nein, scheiße, ich glaube, da geht's doch nicht lang. Ich bin wieder zurück. Oh Gott sei Dank. Nee, da geht's doch nicht so wirklich lang. Ja, hier geht's lang. Oh ja. Da. Da kommen wir nicht rüber, aber da kommen wir rüber. Oh, tschü. Halt. Nein! Fuck. Scheiße! Nochmal. Kein Problem. Uah, vielleicht doch. Scheiße. Arr. Ja, komm. Na, wir haben vergessen zu laufen. Er lädt aber auch direkt, wenn er da ins Wasser fällt, ne? Okay. Alle guten Dinge sind, 4, 5? Ich hab vergessen zu zählen. Ja. Oh, der geht. Oh, da. Oh, was war... Autsch. Scheiße, was war das denn jetzt? Nein, ich will ja nie wieder runterfallen. Nochmal. So. Ja. Wer doch. Ach, das ist aber. Ja, das jetzt wird das hier eine Let's Jump Together Folge. Let's Jump Together, Let's. Ja doch, Let's Jump Together, ne? Ihr seid ja mit dabei. Quietsch. Moment. Jetzt. Na? Da, boah, pff. Da müsste der richtig geile Aktionen mal machen. Nein. Pfui. Ja, jetzt. Danke. Dann einmal hier rum, bitte. Und jetzt da. Da wollen wir hin. Komm, schwing. Da. Rüber. Schwing. Danke. Nein, nicht drehen. Oh Mann, oh. Lol, jetzt dreht das Ding hier. Hey! Hast du einen Schatten? Ich will doch nicht schon wieder von vorne anfangen. Oh Mann, ey. Oh, Scheißendreck, so. Oh, so was schon gespeichert jetzt. Arschlecken, erstmal. So. Ah, da, puh. So. Ja. Jetzt geht's hier weiter. Mann.
ich glaube. Genau, jetzt hoch. Hallo? Hallo? Nein, nein, nein. Hoch, 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 bitte. Hoch, immer noch. Danke. Was ist denn das für ein Rauschen hier? Das könnte die Lüftung sein. Zum Glück sind die Audiospuren getrennt. Ah. Oh, oh, oh. Ach, da kommt der. Ja. Boah, das verteilt sich aber überall, das Zeug. Jetzt ist die Waffe sogar. Und das Magazin war auch schmuddelig. Jetzt ist die Waffe sogar dreckig. Verdammte Scheiße. Oh, nicht schlecht, ey. Na. Ja, ja, du wolltest es ja nicht anders. Wir hätten ja auch Freunde sein können, ne? Aber nein, du wolltest sie angreifen. Selber schuld. Ah, jetzt sind wir hier. Nee. Quiek. Explosionskisten. Oh, wow, wow. Hat uns noch nicht gesehen. Bäm! Jawohl, die haben sich selber in die Luft gejagt. Hehehe. Er war schuld. Sehr gut. Ja, oder Aufzug. Aufzug! Egal, wir gucken erstmal noch ein bisschen. Hier. Hey, was liegt denn hier rum? Da ist Anzugenergie. Da liegt Druckerpapier. Ganz wichtig. Mhm. Ansonsten ist hier aber nichts, glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich. So, gehen wir mal in den Aufzug. Und weiß, es ist ja immer noch brennt ja immer noch. Man soll ja den Aufzug nicht im Brandfall benutzen. So, egal, wir müssen trotzdem weiter. Kann man nichts machen? Gucken wir mal, Ladebildschirm. Hallo. Schneller. Mein Gott, die lädt immer lange. So, jetzt geht's weiter. Sehr cool. Ja. Achso. Ah, Büro. Komplex. Mama. Okay. Endlich mal was, was sich nicht zerlegt. Oh, Elektrizität. Lol. Starkstrom. Ja. Was war das? Toll, jetzt. Oh, da stehen Leute. Cool. Da ist Energie für unseren Anzug. Die wollte ich haben. Da ist auch noch Energie für unseren Anzug. Aber wir können natürlich hier nicht durch die Electricity, ne? Das ist klar. Mal gucken, vielleicht können wir uns ja hier mit den Hello? Leuten. Hallo? Hallo? Who's there? Ja, wer ist das wohl? Lol. Lol! Oh nein! Ja, der verpisst sich direkt und der ist gar. Der nimmt den natürlich am Stück. Kaut er ein bisschen drauf rum und das, was ihm nicht schmeckt, spuckt er gleich wieder raus. Glaube ich. Meine ich. Nee, er hat wohl doch alles gemocht. Nee, doch nicht. Da kommt schon mal was. Was auch immer. Er hat natürlich noch mehr Hunger, ist klar. Der ist, glaube ich, noch am Verdauen. Mhm. Da kommen wir. So, willkommen zurück in der Aufnahme. In dem letzten Teil oder in der letzten Hälfte waren wir schon ein Stückchen weiter. Da ist er mir aber mitten in der Aufnahme abgeschmiert. Jetzt habe ich den Rechner mal ein bisschen bereinigt. Ein paar Sachen deinstalliert, neue Grafikkartentreiber installiert, aktuelle und so weiter. In der Hoffnung, dass es jetzt wieder. Oder dass der Rechner jetzt wieder so läuft, wie er soll. Das startet nämlich eigentlich sonst immer ganz gut, auch mit Ton und so weiter. Und ja, mal gucken, ob es jetzt geht. Ich hoffe. Ich muss hier gerade mal mein Headset ein bisschen leiser drehen. Das ist ein bisschen sehr laut. Der Sound echt geil ist.
Aber man muss die Öhrchen ja nicht unbedingt so bis ans Limit reizen, ne? Das ist ja, man muss ja auch ein bisschen länger was davon haben. Ja, der stockt zwischendurch immer, wenn er nachlädt, leider. Der Verbrauch, ah, irgendwie CPU-Usage ist auf einem Kern. Wieso? Hallo, das ist doch hier Multicore eigentlich. Auch Source Multicore. War früher zumindest, oder ist eigentlich Multicore. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Multicore ist. So. Scheiße jetzt. Wo mussten wir denn jetzt hin? Habe ich hier irgendwas verpasst? Da waren wir doch schon. Wir haben nur das Vieh da schon geplättet gehabt in der Aufnahme davor. Irgendwie. Aha, hier müssen wir lang. Alles klar. Ja, da kommen nämlich direkt jetzt zwei von den Viechern, die uns aber noch nicht geschnallt haben. Hallo? Hallo? So, jetzt. Müssen wir uns erstmal. Ah, ja. Ja, die machen sich wieder gegenseitig raus hier. Ja, hat auch diesmal geklappt. Na gut. Okay. Dann schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Ich hoffe weiter als vorhin. Ich wollte das eigentlich, oder ich werde das schon irgendwie zusammenschneiden. Schauen wir mal. Beim Laden ist das von der CPU auch null Verbrauch. Irgendwie, es hat dann nur Festplatte lädt nur. Volles Rohr und keine Aufnahme. Jetzt dauert das. Keine CPU-Belastung. Gar nicht. Jetzt geht Arbeitsspeicher auch noch runter. Ja, komm, mach. Na? Ich glaube, ich beim letzten Mal auch ein bisschen länger gedauert. So, an sich hier im Spiel haben wir knapp 200 Frames zum Teil. Das ist schon richtig schick. Aber trotzdem ruckelt es zwischendurch mal. Genau, jetzt waren wir ja hier an der Stelle. Da waren ja die Peoples, die wir da. Who's there? Jetzt wird er gleich wieder gefressen. Ja, Wollo. So, da hatten wir ja. Hier waren wir stehen geblieben. Genau, hier ist es abgekackt. Ah, hoffentlich kackt es jetzt nicht wieder ab. Eigentlich will ich das weiterspielen. Nein, es läuft. So, willkommen zurück in der Aufnahme. Es gibt anscheinend in Black Mesa Source noch ein paar Bugs. Wenn ich jetzt hier in dieser Etage zum Beispiel die Flashlight anmache, dann schmiert mir das Spiel ab. Das habe ich jetzt rausgefunden, gestern mal ein bisschen geguckt. Dann habe ich noch mein das DxTory ein wenig eingestellt wieder. Ich hoffe, dass es jetzt wieder synchron ist mit dem Audio. Das sehe ich dann, wenn die Aufnahme hier fertig ist. Und ja, wie gesagt, wenn man hier in der Etage jetzt die Flashlight anmacht, dann schmiert das Spiel ab. Das haben aber wohl mehrere. Das liegt leider Gottes daran, dass, das sehen wir hier, dass der Mod eine ältere Source SDK benutzt und keine aktuelle. Also es gab wohl mehrere, so habe ich das im Forum gelesen. Und ich habe auch mal die Konsole aktiviert. Hier gibt es noch wieder ein paar Probleme und so weiter und so weiter. Ja. Naja, egal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, wenn das Spiel abschmieren sollte, versuche ich den Fehler zu finden oder die Ursache zu finden und das zusammenzuschneiden und so weiter. Das hat mit der Stelle hier auch ganz. Naja, gut, ich musste erstmal rauskriegen, woran es liegt, aber das hat auch funktioniert. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Es soll ja noch später im Verlauf auch noch mehrere Probleme oder noch andere Stellen geben, an denen andere Leute, andere Spieler Oh, ähnliche Gordon. Probleme hatten, da spricht If I das had known it was schmiert ab you, I would have let und so you in. weiter. Und ganz am Everybody's Ende aiming soll for es the nochmal surface, but I think tierische they're crazy. Frame-Einbrüche If geben. we stay put, someone is Das ist bound to come aber and schon ein rescue paar us. Monate her, ich weiß, oder Right? ein paar Wochen her gewesen, der Post. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die das natürlich gefixt haben. Ich werde natürlich die Webseite. Do you still say there's Oh nothing to chaos theory? oh. Ich werde natürlich. Ja, natürlich laden wir jetzt nach. Ich werde natürlich die Webseite im Auge behalten, um zu gucken, wann es neue Versionen gibt und
dann werde ich die aufspielen in der Hoffnung, dass diese Fehler halt behoben werden. So, jetzt muss man hier den Schalter umlegen. Ja, das war ich. Problem, es ist scheiße dunkel jetzt. Aber ich kann die Taschenlampe halt nicht anmachen, weil sonst schmiert es hier ab. Ergo müssen wir uns hier durchkämpfen. Irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Did you understand that last announcement? Naja, die Sprüche sind anscheinend auch dieselben. Bei den Leuten. So. Diese Ruckler, diese Zwischenruckler, die haben auch einige. Da gibt's auch wohl Möglichkeiten und Tricks und so, aber die habe ich auch probiert, die helfen bei mir nicht. Ja. Da gibt's so ein paar. Hier läuft. Ah, Wasser und Strom ist keine gute Kombination. Das reimt sich sogar. Sollte sich gar nicht reimen. Gucken wir mal. Da kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl hier weiter, würde ich fast. Ich höre schon wieder einen Zombie kreuchen. Die Tür ist zu. Und wie. Ah, hier haben wir Licht. Eventuell. Naja, auch nicht so. Die Idee mit den. Oh! Die Idee mit den. Wow, wow, wow. Die Idee mit den Flares ist ja an sich ganz nett, aber. Ah, cool. Jetzt haben wir ein Achievement unlocked. Ah, da kommt ein Zombie. Mal wieder. In der ersten Aufnahme haben wir ja schon mal eins unlocked. Das hat man aber nicht gesehen, weil das Aufnahmeprogramm in der Aufnahme halt abgeschnitten hat, leider Gottes. So, das, jetzt ist sie auch schon leer. Dann schmeißen wir sie noch weg. Und hier steht sonst keine mehr. Kann man hier noch mehr unlocken? Guck mal, hier eine Kaffeekanne. Die gehört, aber da gehört die hin. Ja. Ah! Und jetzt hätte ich gerne Kaffee. Danke. Ja. Nein. Da gibt's wieder Getränke. Jawohl. Kann man damit eigentlich auch? Kann man nicht. Ist wie bei Daisy. Damit kann man keine Scheiben einschlagen. Wow. Boah, boah, boah. Erschrocken. Kack Zombie. Boah, der schmeißt das Ding aber auch immer noch so heftig. Jetzt laufen hier schon zwei rum. Ich weiß, wir haben viel Munition, aber noch geht es. Noch geht es. Alter, Desktop-Rechner-Folge. Aber ohne Kabel. Guck mal hier, Wireless. Der knattert sogar. Oh, da liegt Munition. Da liegt Munition im Scheine des Monitors. Was ist denn das für ein Windows? Das könnte Windows 98 sein, ne? Fast. Also, wo dann. Da ist auf jeden Fall Firefox auf dem Rechner. Netzwerklaufwerk. Outlook ist drauf. Kenne ich wohl. Das ist ja auch gerade an. Ah, da läuft der Rechner. Knattert vor sich hin. Auch ohne Kabel. Boah, die Platte hört man aber arbeiten. Holla, holla. Ja, nicht so schlimm. Ah, gut, Festplatten muss man hören. Genauso wie die Raptor-Platten. Die hört man auch arbeiten. Und die sind richtig gut. So. Oh Mann, oh Mann. Ich würde gerne Licht machen, aber ich kann es nicht. Hey, over here. Ja, ich komme sofort. Ich gucke nur gerade mal. Oh, das sieht aber von der Beleuchtung her echt gut aus. Hey, buddy. Ja, ich komme ja. Ist ja gut. One of these little buggers latched onto my buddy's head. We gotta get that thing off before. Der da, ne? Hey, good news. Help just arrived. Du bist aber, brauchst aber keine Hilfe mehr. Den kann man nicht töten. Ne. Das sollte passieren. Ich habe versucht, ihn zu retten. Ihr habt es gesehen. Man konnte ihn nicht davon abbringen. Es hat nicht sollen sein. Ich wollte ihn befreien, ich wollte ihn retten. Vor seinem Kollegen. Vor seinem Buddy. Ja. Er ließ sich nicht retten. Ja. Schauen wir mal. Da steht Energie für den Anzug. Kommen wir da rüber? Ja, da kommen wir rüber. Kann man hier die Kiste rüberschieben. So. Und mit einem Crouch Jump kommen wir dann hier hoch. Ah, Anzugenergie. 22%, please. Wenn dann korrekt.
Wenn dann richtig, bitte, ja? So. Schauen wir nochmal. An sich, so läuft es echt ultra flüssig, weil, ne? Ist hier 100. Um die 200 Frames. Ich nehme zwar nur mit 30 auf, weil mehr brauchen wir nicht aufnehmen. Aber an sich, so hat das Spiel halt richtig. Ist halt die Source Engine, ne? Die war halt früher schon gut programmiert. Und ich kann mich noch erinnern in Counter-Strike Source. Wir haben um jedes Frame haben wir gekämpft. Wir haben die Rechner ausgereizt. Wir haben zwei Netzteile eingebaut, um die Grafikkarten auszulasten. Und solche Geschichten. Und, ach, das war ganz schön. Das war total toll. Es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wo kommen wir denn jetzt weiter hier? Das war ja erstmal war es ja nicht so. Und dann gab es noch ein paar Experten. Bei Counter-Strike. Die hatten es dann spieletechnisch richtig drauf. Aber wo gibt's die nicht, ne? Ob wir hier die Tür aufmachen müssen? Ne. Hier sind Kippschalter, aber die bringen uns auch nicht weiter. Wo müssen wir denn hin? Mal wieder hoch müssen? Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Mal umgucken, ob es hier weitergeht. Ne, von da kommen wir ja. Genau. Von da kommen wir da. Ja, Rechner sind immer noch abgestürzt. Der ein oder andere hat immer noch einen Bluescreen. Kommt vor. Da kommen wir auch. Nee. Da kommen wir nicht rein gerade, obwohl es da wohl irgendwie weitergeht. Keine Ahnung. Ich sehe es gerade wieder nicht. Leider Gottes. Das muss doch hier weitergehen irgendwie. Das wäre jetzt kacke, wenn man hier Licht machen müsste, ne? Ah, da ist ein Ventil. Nee. Das mag uns auch nicht. Momentchen. Oder vielleicht doch? Vielleicht geht's da oben weiter. Die Kiste, wenn man die Kiste hier schieben könnte, ne, wäre das toll. Das ist ja wie ein Twilight Princess. Nur ohne die Musik. Und ohne das Schwert. Scheiße. Ne, da kommen wir auch rüber. Das bringt mir auch nicht viel. Ja, verdammt. Das ist doch... Also, dies können wir nicht bedienen. Was rödelt denn? Was brummt denn hier? Na hier, der Schrank hier brummt volles Rohr. Hier sind noch... Da braucht noch einen coolen Schreibtisch. Ja, das sind bestimmt die guten Büroschreibtische, die da ausgemustert werden. Und zack, schon landen die hier. Ja.
genau wie hier die Stühle. Schande. Es war sonst immer relativ klar, wo es lang ging, ne? Oder fand ich zumindest. Und jetzt irgendwie hängt man hier gerade. Naja, das könnte ja natürlich an der eigenen Dusseligkeit liegen, weil wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen oder so. Wie mit den Ventilen. Komm, wir gehen jetzt einfach nochmal wieder zurück. Vielleicht wird tatsächlich was übersehen. Da brummt auch ein Lautsprecher oder so. Das könnte echt sein, dass das, dass wir was übersehen haben. Wisst ihr, wo es lang geht? Na, natürlich nicht, war ja klar. Ach, die haben den aufgebrochen, den Automaten. Okay. Hier ist ein Feuerlöscher. Die ganze Hütte ist voll gelöscht. Also ist echt mega Strom am Start. Naja, das Wasser hier ist aber nicht unter Strom. Jetzt hätten wir das jetzt gemerkt. Tief. Hallo? Will hier rein? Hier kommen wir rein. Ich weiß noch nicht, ob wir hier rein müssen. Ich würde fast sagen, nee. Die gab es nämlich früher auch schon, diese. Wohl da hinten, da geht's vielleicht weiter. Da, wo haben wir denn den Strom ausgemacht gehabt? Wo war das denn noch? Did you understand that last announcement? Ach, da steht der Typ rum, ja. Hier hatten wir den Strom ausgemacht, genau. Gibt es denn so einen Stromschalter auch wohl für die anderen? Wieso ist der denn eigentlich da oben? Hat er... What have we done? Ja, das hättet ihr euch vielleicht... Wow. Ach, der verdaut noch. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Verdammt. Was haben wir denn hier für ein Schädchen? Storage Holes. Arbeitet härter, nicht... Jawohl, oh. Ah, deshalb ist hier Wasser. Das ist aber ein bisschen viel Wasser für die kleine Pulle da, oder? Weiß gar nicht, wie viel Wasser ist in so einem Ding drin. Ein paar Liter sind da schon, so ist es nicht, ne, aber... Could be... Guck an. So. Hier geht's weiter. Ja, siehst du, man muss sich echt tierisch umschauen. Naja gut, so viel weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen. Leider. Ich dachte, es geht hier weiter. Nee, man hat hier nur Munition gefunden. Schade, das ist hier auch ein Stromschrank. Aber kein dicker Schalter. Okay. Hier brummt wieder was. Ein Aktenschrank oder was? Ein Kopierer? Der Rechner ist auch am Schwärmrödeln hier. Ja, die Sounds sind schon nicht so schlecht. Big
Tastatur. Englisches Tastaturlayout, natürlich. Selbstverständlich. So. Aber irgendwie. Da geht's weiter. Natürlich, da geht's. Ja, hier wird's wahrscheinlich durchgehen, aber. Ich wage zu bezweifeln, dass das uns hier. Dass wir hier heile durchkommen, weil hier. Boah. Jawohl, jawohl. Ach du Arzt, ist nicht. Der ist nämlich auch schon kaputt. Wieso, wo sollen wir jetzt lang? Da wird es wahrscheinlich nicht lang gehen. Ja, ob das kleine Regal uns hält. Oh. Ja komm, Rain Eater, ich hab dich schon gesehen. Ah ja, doch, hier geht's doch lang. Okay, ziemlich dunkel natürlich auch. Ach du Scheiße. Oh Mann. Uah. Wir haben nur gehört und nicht gesehen. Wir müssen uns hier mal Licht machen. So viel zur Umgebungsbeleuchtung. Scheiße, ich kann hier die Taschenlampe nicht benutzen, sonst schmiert die Kacke ab. Ey, das ist. Ich sehe jetzt aber genau gar nichts. Moment. Gucken, ob wir da eventuell was reißen können. Bitte. Ah, da. Brightness Levels. Brightness Levels. Ah, oh, tut. Light, 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 light. We need some light. Ah, ah, naja. Das wird man in YouTube wahrscheinlich nicht sehen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt. Ah, hier geht's weiter. Ach, Gott sei Dank. Nein! Nein, komm zurück! Lol. Scheiße. Ja. Ich stell die Brightness Levels gleich wieder auf. Wow! Verdammt. Oh oh. Moment. Brightness Levels wieder auf normal stellen, das geht ja gar nicht. Auf was standen die denn jetzt? Early Visible müsste man im Prinzip sogar so einstellen. Aber stehen die mal auf 2,0, glaube ich, das ist okay. Ja, das ist okay. Ich höre diesen komischen Hund, ne? Jetzt wollen wir aber erst nochmal speichern. So. Da ist er. Hallo Hündchen. Und der guckt Fernsehen. Auch wenn es nur ein Rauschen ist. Aber er guckt tatsächlich Fernsehen. Guck mal. Ja. Beim Fernsehen gucken überrascht. Wo geht's denn hier hin? In die Ventilation. Und hier ist ein Ausgang. Da geht's natürlich nicht hin. Nein. Entschuldigung. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch leben lassen können. Aber vielleicht war es auch. Hätte er uns auch bemerkt. Ich habe keine Ahnung. Du hättest die Antenne. Oh. Entschuldigung. Du hättest die Antenne umstellen müssen. Dann wäre es gegangen wahrscheinlich. Ja. Scheiße. Jawoll. Also dafür, dass es so ein. Normalerweise wiegen die ein bisschen mehr. Feuerlöscher. Mal wieder. Na, schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja.
Oh weh, mir ahnt Böses. Da gab es die Energie, die wir vorhin durch die Gegend geschossen haben. So, jetzt gucken wir nochmal. Oh, da ist wieder so ein... Ja, so ein Kopf-Eater. So, nicht mehr. Hier sehen wir jetzt zum Glück wieder ein bisschen was. Ja, ich komme ja schon. Oh. Wow, hier gibt's, da unten läuft was. Da gibt's diese... Ja, wow! Scheiße. Oh Mann, du ahnst es nicht. Schauen wir mal, ob die Handgranate uns da weiterhilft. Guten Abend. Gucken, wie schnell die reagiert hier. Ei! Ziemlich schnell. Hä? Geh wieder rein. Hier ist nix. Müssen wir rüberfetzen, ne? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Noch. Boah. Jawohl, hat funktioniert. Sehr gut. Speichern wir? Nein, wir speichern jetzt gerade mal nicht. Da hat sie sich wieder eingefahren. Ja, jetzt lädt er auch. Okay, jetzt wird sie so automatisch gespeichert. Jetzt bin ich aber gespannt. Wow. Das klang aber nach einer Shotgun. Jawohl, oh? Nee, ein Revolver hat er. I heard screams up ahead. You first. Nicht dein Ernst. Okay, wir haben jetzt... gleich. Ich probiere zum Ende der Aufnahme gleich nochmal die Taschenlampe. Boah, du hast aber dann voll gesabbertes Hemd an. Aber mein Anzug ist auch öfter mal beschmutzt. Ich probiere zum Ende der Aufnahme nochmal die Taschenlampe aus hier in der... You're not scared, are you? Komm. Ja, Drew muss hier schießen. Boah, was für ein Ding, ey. Hammerhart. Wie lädt er denn nach? Ey, jetzt in die Zielen aber auch immer. Mann. Da geht's nicht lang. Da geht's wahrscheinlich lang. Der fliegt sogar durch die Scheibe durch. Ja, cool. Ja, das ist schon, wie gesagt, der Source Engine hat schon was. Sorry. Na, kein Problem. Stehen wir ruhig im Weg rum. Er entschuldigt sich aber wenigstens dafür. Ah, jetzt ist die Crowbar richtig sauber. Seht ihr? Also, vorher hatten wir ja ein paar Mal noch ein bisschen Schmuddel drauf, aber das... gehen wir mal aus dem Weg. Danke. Let me get out of your way, hat er gesagt. Ne? Ja. Wow, papa. Watch your ass. Ja. Hat er getroffen? Ja, hat getroffen. Okay. Boah, scheiße. Verdammt, hoffentlich. Wie kann man die Videos denn... Müsste man sich... Boah, jetzt ruckelt's wieder ein bisschen. Weil es nachlädt. Boah. Verdammt. Hat er den? Nee. Zeit für die Handgranaten. Oh, geh weg. That was close. Ja, das war wirklich ein bisschen knapp. So. Jawohl, den einen hat's zerlegt irgendwie. Da liegt noch einer. Heftig. Ja, was wollte ich sagen? Als wir unterbrochen wurden. Ach ja. Ja, prinzipiell müsste man bei YouTube einstellen können, dass die Videos FSK 18 sind, aber ich weiß gar nicht, ob man das kann. Ja, stimmt, hat da recht. Da geht's wieder hoch. Kommst du mit oder bleibst du hier oder was machen wir da? Gut.
Ach, guck mal, das Gesicht sieht auch echt gut aus. Mit den Poren und so weiter. I'm waiting for somebody. Ja, für die, auf die anderen, die mit uns ein Let's Play Together machen. Irgendwann. Mal gucken. So, wie gesagt, ich wollte zum Ende der Aufnahme testen, ob das Ding wieder abschmiert. Das machen wir mal gleich. Nichts, das mache ich aber gleich. Also ich beende jetzt die Aufnahme und dann teste ich halt das Flashlight. Ja, schon nicht schlecht. So, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt Let's Play Black Mesa Source. Bis dahin.